Doc, Frau Kate Walker besser? Ja, ich glaube. Sind wir in Nahodotsk? Frau Katewalke, besser reden mit Kirk. Er fordert Teil von Schiff. Kirk, was ist los? Baranur? Aber... Der Angriff des Monsters hat uns vom Kurs abgebracht. Dann sind wir hier auf Grund gelaufen. Das ist ein Zeichen der Geister. Sie wollen, dass Jokol-Karawane heiligem Pfad folgt, wie immer. Zug muss weitergehen. Geister zeigen richtigen Weg. Bevor wir auch nur darüber nachdenken, diesem Weg zu folgen, müssen wir herausfinden, wie hoch die Strahlung hier noch ist. Wenn wir eine zu große Dosis abbekommen, kommt niemand am Ziel der Reise an, fürchte ich. Das ist nicht das einzige Problem, Kate Walker. Wir sind gegenüber dem Strand auf Grund gelaufen und die Strauße sitzen im Laderaum fest. Wir müssen die Kristall vorwärts bewegen, bevor wir die Luke öffnen können. Darum kümmern wir uns, sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe, die Radioaktivität zu messen. Bis dahin verlässt niemand die Kristall. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen gecuttet, weil das ja irgendwie die perfekte Szene war mit den doch sehr traurigen Szenen um den Captain. Wobei ich immer noch sehr, sehr, sehr hoffe, dass wir den am Ende vielleicht doch nochmal wiedersehen. Ja, ich soll jetzt eine Möglichkeit finden, die Strahlung zu messen. Wie soll ich das denn machen? Ich meine, wir haben ja jetzt hier nichts auf dem Schiff, was irgendwelche Strahlungen messen kann, nehme ich mal an. Puh. Können wir hier rein? Ne, kann man auch nicht rein. Hier kann man raus. Ach, die Eule sitzt hier, wie süß. Zu gefährlich, solange ich die Strahlung nicht erkennen kann. Ja, sowas habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Tja, die große Frage ist jetzt nur, was machen wir jetzt hier? Beziehungsweise, wo können wir jetzt was herbekommen, womit man Strahlung messen kann? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal komplett nach oben und kämmen wirklich von oben nach unten das komplette Schiff durch. Ja, wohl, was soll man hier oben schon finden, ne? Ja, was ist das? Die Schlüssel. Wofür brauche ich denn den Schlüssel? Hier ist auch noch irgendwas Aufgeschriebenes. Okay. Hier, wo die Bücher waren. Och, hat die mich jetzt erschreckt. Beitrag an, Frau Catwalk. Ja. Was auch immer das heißen mag, ich stimme dem wahrscheinlich zu. Kann man auch nichts machen. Und hier vorne, glaube ich, kommt man auch nichts machen, ne? Ja, da ändert sich noch nicht mal die Perspektive. Okay. Dann gehen wir erstmal runter. Hier, meine ich, konnte man jetzt auch nichts machen, ne? Hier sind die Treppen. Hier ist auch nichts Neues, was man irgendwie sehen kann. Dann gehen wir hier nochmal runter. Ach du Schande, sieht das hier aus. Wo soll man denn ein Strahlungsmessgerät finden auf dem Schiff? Also... Ich dachte gerade schon...
ich mir hier selber was zusammenbasteln, oder? Werkbank zu hoch! Ja, du sollst damit ja auch nicht rumwerkeln. Das ist ja nicht deine. Tja. Also, dann hier wieder raus. Oh, was ist das denn für ein putziges Kerlchen hier? Jetzt habe ich meinen Cursor wieder nicht mehr. Hallo. Es wäre ganz gut fürs Spiel, wenn ich meinen Cursor benutzen könnte. Okay. Kapitän hat sich geopfert für Frau Ketewok und Stamm. Ja. Das stimmt. Also leider, dass er sich geopfert hat und natürlich war es auch irgendwo sehr heldenhaft. Ach, wie die läuft, der da. Also hier vorne habe ich nichts. Ach, bei der komme ich schon wieder nicht vorbei. Ich komme da nicht mal an dem Ding hier vorbei, okay. Dann müssen wir jetzt hier erstmal systematisch alles Äußere abgehen, aber ich sehe hier keine neuen Punkte, wo man draufklicken kann. Ah, Moment. Da ist was. Kapitän? Okay, das ist aber zumindest nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Da ist nur die Tür. War ich doch schon. Trotzdem gucken wir uns hier nochmal alles an. Oh, geh doch einfach mal ein paar Schritte weiter hier. Was ist das? Ein Rätsel. Strahlungsbrille. Okay. Und nun? Mein Cursor ist auch wieder weg. Also, das sind so diese kleinen Bugs, wo ich immer wieder von spreche. Das, was mich echt unheimlich nervt, dass dann was gemacht wurde und zwischendurch ist der Cursor weg. Hier wird das Niveau der Hintergrundstrahlung angezeigt. Aber ich muss sicher gehen, dass die gesamte Zone sicher ist. Strahlungsbrille. Ja, die Frage ist nur, kann man da irgendwas mit benutzen vielleicht? Kann man so gar nichts benutzen, ne? Schlüssel der Kristall. Ob der uns hier irgendwie weit, aber wo soll man den reinstecken? Das ist das Problem. Können wir den auch nirgendwo reinstecken? Strahlungsbrille. Ja, das habe ich auch schon alles verstanden. Kann man das... Moment, kann man das irgendwie drehen? Ah! Ah, okay. Kann man den wirklich hier benutzen? Schauen wir mal. Du sollst es aufmachen. Komm, noch ein bisschen. Komm. Perfekt. Ja, sie sieht doch ganz cool aus mit der Brille.
So, jetzt müsste ich ja rein theoretisch das Schiff verlassen können. Hallo. Einfach weitergehen. Och, komm. Okay, perfekt. Okay. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich hier nicht rüber. Das sind diese Automatenteile überall, ne? Von denen die gesprochen haben. Denke ich mal. Moment, ich muss mal eben etwas nachschauen. Okay, also mich hat es jetzt genervt, dass im Hintergrund immer diese durchgehende Musik ist. Und das fiel mir eben schon auf, aber ich habe es dann doch vergessen, beziehungsweise war ja in dieser Videosequenz. Oscar? Hm, wie dumm von mir. Oscar gibt es nicht mehr. Das weiß ich. Und all diese Automaten sehen gleich aus. Ihr Medaillon. Das Herz. Sie wissen schon. Es ist in sehr gutem Zustand. Es enthält eine Menge grundlegender Daten von einem X-2000-Automaten. Quasi alles Wichtige. Wissen Sie, bei diesem speziellen Modell waren das Herz und die Intelligenz verknüpft. Also bräuchte es nicht viel, damit Sie Ihren Freund Oscar eines Tages wieder zurückbekommen. Vielleicht, vielleicht. Setzen Sie dem Automaten Oscars Herz ein. Es funktioniert nicht. Ja, wäre jetzt auch zu einfach, ne? Kann man das irgendwie aufziehen oder so? Unmöglich. Auf keinen Fall. Versuchen wir etwas anderes. Das ist nicht richtig. Okay. Das heißt, wir können... Ich denke mal, wir brauchen da so einen Schlüssel oder irgendwas für. Oder was ist das hier? XZ2000. Oscars Modellnummer. Moment, was war da? Irgendwas Leuchtendes gewesen hier, aber... Hier steht jetzt wieder, finden Sie einen Weg, die Kristall... Hä? Ich denke, ich soll dem das Herz reinsetzen. Was denn nun, Leute? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Okay, wir gehen jetzt erstmal die Treppe hoch. Also wenn die sagt, das funktioniert nicht, dann können wir ja auch nichts anderes machen. Da kommen wir nicht rüber, ne? Okay, da wäre mit Schrubber. Nein, och. Mädel, dein Ernst. Halt, da ist eine Tür. Der oben sieht ja ganz lustig aus. Okay, hier scheinen so Wächterautomaten gewesen zu sein. Kann man da rein? Ja. Was haben wir denn hier?
Na? Das Wappen des Vorarlbergs. Hans hat es an allen seinen Erfindungen angebracht. Keine Chance. Das ist nicht richtig. Nichts. Okay, also das scheinbar es auch funktioniert wieder nicht. Einen neuen Schlüssel für zu bauen. Das sieht doch aus wie so ein Schlüsselloch, aber naja, ich meine... Nein, geh mir da bloß nicht wieder raus. Man kann es ja trotzdem mal probieren, das wollte ich eigentlich sagen. Okay. Zahnrad, okay. Dann haben wir schon mal ein Zahnrad. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Vielleicht irgendwie für das Herz oder so. Aber, ja, oder vielleicht, wenn wir es aufkriegen, bräuchten wir dann noch ein Zahnrad. Das könnte natürlich sein. Hier ist noch eine Tür. Gehen wir mal da durch. Was ist das denn hier? Das sind so Attraktionen hier, ne? So, wo man mit fahren konnte, hier vom Vergnügungspark. Achterbahn, genau, das wollte ich sagen. Ich glaube, für sie war das jetzt auch gerade irgendwie eine innerliche Achterbahn. Okay, können wir jetzt hier noch weiter? Na, nimm's an, Mann. Ein weiterer abgenutzter Automat. Okay, und was ist das? Ich sollte die Kristall abschleppen können, wenn ich sie an dieser Winde festmache. Tut mir leid. Kein Einschaltknopf. Verstehe. Der Automat, der den Traktor gesteuert hat, muss mit diesem Stecker in der Form eines Vorarlbergschlüssels verbunden sein, um zu starten. Genial. Aber ich brauche einen betriebsbereiten Automaten. Reparieren Sie einen Automaten. Hat er da? Ah! Ein Schlüssel. Das ist auch sehr gut. Dann können wir direkt mal ausprobieren, ob das denn jetzt wirklich so einfach ist, dass dieser Schlüssel gerade auf das Kästchen passt, was wir gerade eben gesehen haben. Wahrscheinlich müssen wir den wieder für irgendwas anderes brauchen. Und es ist wieder nicht so einfach. Aber wir können es trotzdem mal probieren. Ja, geh auch rein, komm. Also wenn man Automaten reparieren sollen, und ich nehme mal an, dass das auch so zusammenhängt mit dem Herz einsetzen. Oh, der passt wirklich. Ah, es ist ein Werkzeugköfferchen. Ja, das ist doch schön. Ah, perfekt. Schraubenschlüssel haben wir auch noch mit dabei. Da können wir es wahrscheinlich wieder zurücksetzen. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir jetzt mal eben zurückgehen. Und falls es so einfach sein sollte, die letzte Amtshandlung wäre, ihn zu reparieren. Ich dachte, die Zone ist nicht gefährlich. Kirk, was tust du hier? Da du die Gegend erkunden konntest, ohne Schaden zu nehmen, habe ich den U-Call erlaubt, an Land zu gehen. Ich muss dir etwas zeigen, Kate Walker. Was denn?
Ist es wichtig? Kommen, Frau Kate Walker, kommen. Okay? Okay. Unter verrottetem Asphalt ist heiliger Pfad des Zuges. Frau Kate Walker muss schnell Strauße rausholen, damit Jukol können nehmen diesen Weg. Hört zu. Ich verstehe schon, dass ihr eure Bräuche buchstabengetreu befolgen wollt. Aber eure Karawane dahin durchzuführen ist Selbstmord. Diese Straße ist völlig verstrahlt. Kein Blabla, Frau Kate Walker. Geister wollen es so. Frau Kate Walker gesehen, was passiert, wenn Jukol sich Geistern widersetzen? Aber... Unsere Schamanin ist stur wie ein alter Strauß, Kate Walker. Glaubst du, es gibt noch eine andere Route? Ich weiß nicht. Momentan denke ich eher darüber nach, einen Automaten zu reparieren, um die Kristall zu schleppen. Sobald ich gehen kann, gehe ich in einen anderen... Sobald ich kann, gehe ich einen anderen Weg suchen. Bleibt bis dahin bitte in den sicheren Zonen und seid vorsichtig, okay? Okay. Moment, da war ein Schild. Verseuchte Zone. Oh, also da würde ich nicht reingehen. Moment, da war noch was, was man angucken. Ganz Baranur ist verstrahlt. Die Karawane kommt da niemals heil durch. Okay. Ja, ich wollte jetzt aber eigentlich zu dem... zu der Blechbüchse hier, zu dem Automaten da. Wo sind die denn jetzt hier? Ja toll, komme ich jetzt hier nicht mehr zurück, oder wie? Leute! Ja, warte, geh doch mal zurück. Ich will nicht weiter mit dem Auto reden. Ach, da steht ein Typ. Okay, ich dachte, ich könnte da jetzt irgendwas mit dem Rad machen oder so. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen hier, würde ich jetzt schon fast sagen. Ich suche nämlich jetzt eigentlich noch die Strecke zurück zum Strand. Oder komme ich jetzt hier wieder zurück? Weil ich noch kurz ausprobieren wollte, ob das mit dem Automaten hier funktioniert. So, der ist unten. So, wir können es natürlich auch so machen. Ich glaube, hier ist wirklich alles verseucht, weil irgendwie sieht das hier komisch aus um mich herum. Wir können es natürlich auch so machen, dass wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, damit die Folge nicht zu lange wird. Und ich in der nächsten Folge dann, das hoffentlich das Herz einsetzen werde und ihn dann vielleicht damit sogar lebendig machen kann. Ich bin echt mal gespannt, was da noch storymäßig auf uns zukommt. Ich bin wirklich gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.